Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, in der letzten Folge haben wir hier in Paradiso als Diplomat für die Kolonisten hier der Erde mal gesprochen und eine Lösung rausgesucht. Jetzt müssen wir nach Hope. Warum ist hier jetzt so viel? Wir können starten. Weg. Der Himmel ruft. Ich verstehe oft nicht, warum hier die von unserer Dings, wie heißt das Ding da? Von unserem Kern immer so viel hier weggeht. Transfer zwischen den Sternen. So, wir müssen jetzt nach Hope-Tech, aber Ron Hope ist ja nicht mehr da. Nach Valo müssen wir. Und Ron ist ja tot mittlerweile. Der hatte ja eine Verschwörung gemacht. Und wir wollen ja den Menschen, den Kolonisten helfen, einen neuen Planeten zu finden, zu besiedeln. Und die jetzt mit einem Graphantrieb ausrüsten. Und dann hoffen wir mal. Was für eine Reise! Schalte von Graf auf Normalantrieb. Ja, scannen Sie ruhig. Da haben wir auch noch eine Quest. Aber wir wollen erstmal Hauptown. Wo haben wir Hauptown? Da. Und schauen wir mal, wer uns da hilft. Also Ron definitiv nicht mehr. Vielleicht, wie hieß die nochmal? Die eine, die dieselbe Frisur hat wie wir und auch dieselbe Haarfarbe wie wir. Die quasi unser Zwilling sein könnte. Die könnte vielleicht, Ich will keine helfen. Beschwerden hören. Ja? Ich glaube, die sind verwandt. Halt deine Wertsachen im Auge. Wer sein Zeug nicht beschützen kann, ist hier falsch. Ich glaube, die sind verwandt. Unglaublich, dass Ron Hope tot ist. Ohne die Fabrik wären wir Staub. Also, okay, obwohl Ron ist ja nicht mehr da, die Firma ist ja nicht das Böse, sondern Ron war ja das Böse. Und damit könnten wir, sprich mit Bennu St. James. Und damit könnten wir denen einen Auftrag quasi geben, damit die Angestellten hier zumindest noch Arbeit haben und noch Geld bekommen können. So. Moin. Hallo. Hallo. Wir sparen Gewicht, wenn wir den Pilotensitz rauswerfen. Stattdessen einen Polstersessel? Du kennst dich doch mit Graphantrieben und Schiffsteilen Da aus. bist du beim Richtigen. Wie kann ich helfen? Bin zwar beschäftigt, aber ein bisschen Zeit findet sich schon. Oliver Campbell schickt mich. Ich bin wegen eines Graphantriebs für ein altes Kolonistenschiff hier. Alle sind beschäftigt. Kannst du einem alten Kolonistenschiff einen Graphantrieb verpassen? Ne, komm, machen wir Oh, das. warum hast du das nicht gleich gesagt? Klar kann ich dir helfen. Das hat mir sein Kurier schon erzählt. Ich habe mich über die Schiffe dieser Zeit schlau gemacht und weiß ungefähr, womit wir es zu tun haben. Graphantriebe haben sich erst nach dem Bau dieses Schiffes durchgesetzt. Aber es gibt da einen uralten Graphantrieb, der kompatibel sein dürfte. Mit ein paar Anpassungen. Ist auch noch ziemlich gut in Schuss. Billig sind weder das Teil noch die Arbeitszeit. Aber wenn du beides im Doppelpack bezahlst, sind wir im Geschäft. Im Doppelpack. 40.000 Credits zahlen. Überzeugend, 40.000 Credits. Lässt sich der Preis vielleicht ein bisschen drücken. Klar, ist zwar teuer, aber das ist die Sache wert. Der Preis ein bisschen drücken. Na komm, die Firma, die Angestellten, die sind ja richtig momentan wegen uns.
Die brauchen die Kohle. Dann, okay, komm, und mach's mal. Ob sie das ist, ich mach mich sofort an die Arbeit. Du solltest dem Captain des Schiffs sagen, dass sie sich auf die Nachrüstung vorbereiten müssen. Standardprozedur. Jemand an Bord weiß bestimmt Bescheid. Wir schicken das Teil rauf, wenn es bereit ist, und installieren es dann mit Olivers Leuten. Schön mit dir zu arbeiten. Ein Handbuch zum nächsten Grafantrieb hinzugefügt. Komm, wir springen mal so runter. Ganz schön tief. So tief war das auch nicht. Wir haben zwar unseren Fuß gebrochen, aber egal. Dann reden wir mal mit den Kolonisten. Jetzt haben wir 40.000 verloren, aber okay. Hauptsache, die Leute, die brauchen ja das Geld. Die müssen ja auch von irgendwas leben. Was? Die Arbeiter hier machen gerne einen drauf. So, hat das Ding eigentlich wieder Kohle? Das Ding hat wieder Kohle, nice. Können wir hier nochmal ein paar Sachen verkaufen? So, 123. So, Rucksäcke können wir auch nicht verkaufen. Helme. Kleidung. Die würde ich noch behalten wollen. So, die letzten Tage der Erde. Schlechte Leute, schlechte Witze ein. Komm. Nee, das ist zu teuer. Gesamtkost 14. Warum haben wir Knochen bei uns? So, haben wir einmal pleite gemacht, das Ding. Das meiste, was wir auf dem Schiff haben, brauchen wir ja nicht mehr. Beziehungsweise gerade nicht. Ah, ich wollte auf Cockpit machen und nicht auf Dings. Was gibt es? Nichts, wir wollen los, wir wollen fliegen. So, alle Mann an Bord. Und dann helfen wir den Kolonisten. Verlassen wir diesen Ort. Ist unglaublich. Wir sind im Orbit. So. Wieder zurück nach Porima. Oder Porima. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich weiß so vieles nicht, wie man richtig ausspricht hier. Und los. Andocken. Das Schiff hat angedockt. Perfekt. Kein einziger Kratzer im Wrack. Ich glaube, bei einem Raumschiff, wenn da ein Kratzer ist, ist das halb so wild. Also, wie viel Schrott da einen eigentlich treffen könnte. Bitte, mach keinen Ärger. Die Constant ist ein friedliches Schiff. Das soll so sein. Ja, also, dass das ein friedliches Schiff ist, glaube ich. Ich bin ja auch nur hier, um zu helfen. Hier, mit ihm muss ich reden, okay. Armin Kazemi. Ob er
es weiß oder nicht. Ich hatte gehofft, mit unserem Gast aus dem All sprechen zu können. Und da bist du. Willkommen. Ich habe 1 Million brennender Fragen. Aber ich will dich nicht überfordern. Dafür ist später noch Zeit. Okay, bitte, was hast du... Bitte mir nur einige wenige. Wie hast du das gemacht? Hat die Menschheit unser armes, altes Schiff mit Überlichtgeschwindigkeit überholt? Wir haben einen Graphantrieb. Mit dieser Technik können Schiffe den Raum krümmen. Ich habe keine Ahnung, wie diese Technik funktioniert, aber sie tut es. Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Wir haben einen Graphantrieb. Ja, ich wusste es. Unglaublich. Ich habe in unseren Archiven von der Erde etwas über diese Technologie gelesen, aber damals war es alles noch Theorie. Fantastisch. Oh, ich habe so viele Fragen, aber ich bin unhöflich. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Chefingenieur Kasimi, aber nenn mich Amin. Und ich darf ergänzen, ich bin einer der Gründe, warum wir immer noch fliegen. Ich bin Max Deus, ich muss mit dir über etwas anderes reden. Wie auch immer, ich bin Max Deus, ich muss jetzt gehen. Ich verstehe, du möchtest wissen, was sich verändert hat, seit euer Schiff aufgebrochen ist. Wenn du weißt, dass es unhöflich ist, solltest du dich mit den Fragen vielleicht etwas zurückhalten. Na komm, er hat viele Fragen. Genau. Vielen Dank für dein Verständnis. Dir ist sicher klar, wie berauschend das für jemanden wie mich ist. Jemanden, der immer vermutet hat, dass diese Begegnung möglich ist. Du sagtest, du hast mehr Fragen an mich. Bei so einem alten Schiff hast du sicher viele heldenhafte Ingenieursgeschichten, oder? Was ist deine Aufgabe als Schiffingenieur? Wenn eure Vorgänger schon von Graf anziehen mussten, warum haben sie dann nicht darauf gewartet? Exzellente Frage. Ich bin mir nicht sicher, habe aber eine Vermutung. Ich habe sehr viel zu dem Thema gelesen und offenbar herrschte damals eine gewisse Ungewissheit, ob die Technologie je funktioniert. Und falls ja, ob sie das im benötigten Ausmaß tut. Als sie also entschieden haben, aufzubrechen, waren sie bestimmt überzeugt, dass es die einzige Option war. Du sagtest, du hast noch mehr Fragen? Ja, unendlich viele. Hat jeder sein eigenes Raumschiff, so wie du? Leben Menschen nur auf von Natur aus bewohnbaren Planeten? Oder gibt es Terraforming? Sind wir in Kontakt mit Aliens? Ich habe noch so viele Fragen, aber ich will dir nicht die Zeit stehlen. Viele Leute haben Schiffe, ja, aber nicht alle. Ich wusste es. Unglaublich. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Zu Zeiten unserer Vorfahren konnten nur die superreichen Schiffe bauen. Auch dieses Schiff war nur möglich, weil unsere Familien fast ihr gesamtes Geld zusammengelegt haben. Es gibt aber kein Terraforming, aber es gibt Kolonien auf unwirtlichen Planeten. Wir nutzen Pots und so etwas. Das wundert mich nicht. Um einen ganzen Planeten zu terraformen, bräuchte man Unmengen von Energie. Ich nehme an, dass diese Kolonien allein zum Abbau seltener Ressourcen dienen, da es hier draußen eine nahezu unbegrenzte Auswahl an bewohnbaren Planeten gibt. Soweit wir wissen, gibt es kein intelligentes Leben, aber durchaus so verschiedenste Lebewesen. Enttäuschend, aber nicht unerwartet. Als du aufgetaucht bist, habe ich den anderen das Fermi-Paradoxon erklärt. Die wahrscheinlichste Erklärung für dein Auftauchen war, dass die Menschheit schnellere, fortschrittlichere Technologie entwickelt und uns überholt hat. Ich hatte wohl recht. Gibt's noch mehr? Okay, also mehr haben wir nicht. Vor allem aber auch das Thema Weltall und so weiter. Ich finde das auch immer so interessant. Danke, dass du dir die Zeit für mich nimmst. Ich kann ein wenig anstrengend sein, sagt man mir. Wenn ich dir also auf die Nerven gehe, sag Bescheid. Bei so einem alten Schiff hast du sicher viele heldenhafte Ingenieursgeschichten, oder? Vor vielen Jahren, als ich ein junger Ingenieur war, ist der Reaktorcomputer abgebrannt. Der Computer, der die verschiedenen Regulatoren kontrolliert. Ich erspare dir die Details, aber bei so etwas besteht die Gefahr, dass das Schiff und alle Insassen zu heißer Schlacke verbrennen. Ich musste aus alter Unterhaltungselektronik etwas zusammenbasteln, um das zu verhindern. So bin ich hier zum Boss geworden. Und was ist deine Aufgabe als Chefingenieur? Manche würden sagen, ich verstehe es, meisterhaft Dinge mit Klebeband und Kaugummi zusammenzuhalten. Wenn wir noch Kaugummi hätten, haben wir aber seit etwa 100 Jahren nicht mehr. Wenn ich nicht gerade den Antrieb repariere, bin ich Vorgesetzter der anderen Ingenieure. Wir warten die gesamten Maschinen und Geräte, Computer, alles. Ohne uns keine Lebenserhaltung und kein Flug.
Okay, mehr hat er jetzt nicht. Ich soll dir übrigens helfen, das Schiff für den Grafantrieb vorzubereiten. Welchen Grafantrieb? Reingelegt. Die Techniker von Paradiso haben mir alles erzählt. Mal sehen, was wir tun müssen. Okay, das wird lustig. Ich hoffe bloß, dass uns dabei nichts um die Ohren fliegt. Ich habe gerade gehört, dass der Antrieb da ist. Und, bist du bereit? Moment, was soll uns um die Ohren fliegen? Oh, keine Sorge. Das war bloß ein bisschen Technikerhumor. Okay. Wir haben das Schiff ohne große Vorfälle am Laufen gehalten. Ich lasse bestimmt nicht zu, dass sich das jetzt ändert. Aber nur damit das klar ist, was wir tun, ist sehr gefährlich. Wir sollten auf alles vorbereitet sein. Du brauchst meine Hilfe? Ja, natürlich brauche ich deine Hilfe. Mein Team ist mit der täglichen Wartung beschäftigt und ich muss selbst einiges für diesen Gravitationsantrieb vorbereiten. Deine Hilfe wird bei diesem Vorgang unverzichtbar sein. Keine Sorge, wird nicht schwierig. Ich führe dich durch den Prozess. Okay, so bereit wie es geht. Okay, sehr schön. Du musst drei Sachen für mich erledigen, während ich meinen Teil der Vorbereitung erledige. Als erstes musst du bitte die Energie von der Backbord-Turbopumpe zum Kryo-Zusatzkühler umleiten. Setze dann die Funktion des Plasma-Ablauf-Inhibitors auf 5%. Als letztes musst du die Gehäuse der Magnetflanschrohre von der Zusatzmodulgruppe entkoppeln. Alles klar? Dann mal los! Ich habe nichts verstanden, was ich machen soll. Also da vorne? Technik-Überwachungskomputer Alpha. Techniküberwachungskomputer Alpha. Kryokühler Zusatz, Primär, Kryopumpe, Backbord, was? Von welchem System soll Energie umgeleitet werden? Was? Kryopumpe, Backbord? Zu, warte. Was muss ich machen? Armin hat mich gebeten, mich um drei Vorbereitungsmaßnahmen zu kümmern. Ich soll die Energie von der Backbord-Turbopumpe zum Kryo-Zusatzkühler umleiten. Die Funktion des Plasma-Ablauf-Inhibitors auf 5% setzen und die Gehäuse der Magnetplanschrohre von der Zusatzmodulgruppe entkoppeln. Also warte, erstmal von der Backbord-Pumpe zum Kryo-Zusatzkühler. Okay. So. Vom hierhin. Fehleranweisung abschließen nicht möglich. Von der Turbopumpe? Von der Turbopumpe zur Kryo? Abschließen nicht möglich. Turbopumpe Backbord nach Kryokühler Zusatz. Energieumleitung abgeschlossen. Ah, okay. Okay, das haben wir. Jetzt gibt es so viel Neues zu lernen. Ich müsste mal daran. Schön zu wissen, dass es noch an. So, hier Technik. So, Techniküberwachungskomputer Beta. Das hier auf 5%. Und Plasmakanone auch auf. Ne, hier nichts. Noch Menschen gibt. Nee. Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Also hier auf 5%. Energieniveau eingestellt auf 5%. Ja, das ist erledigt. Okay. Also nur noch hier dran. Armin, ich muss da dran, ja? So, und hier muss das... was muss ich hier machen? Ich bin überfordert. Also, und die Gehäuse der Magnetflanschrohre in der Zusatzmodulgruppe entkoppeln. Also, Magnetflanschgehäuse.
entkoppeln. Von welcher Komponente? Zusatzmodulgruppe? Ah, okay. Alles erledigt. Sieht aus, als wäre bei uns beiden alles glatt gelaufen. Kannst du dem Captain Bescheid geben, während die Installation abgeschlossen wird? Ja, wenn ich den Weg dahin finde. Ich glaube, hier lang. Ich glaube, ich muss hier entlang. Unsere Ausrüstung ist zwar alt, aber man kann damit noch wunderbar... Das ist sehr verwirrend hier. So ein Schiff wie deines habe ich noch nie gesehen. Eigentlich gar kein Schiff. So, Captain Diana? Egal, wie es ausgeht. Ich lasse meine Crew nicht im Stich. Der Grafantrieb ist installiert und sollte einsatzbereit sein. Was sagt man dazu? Sieht ganz so aus, als wären uns jetzt keine Grenzen mehr gesetzt, dank dir. Die Techniker haben sogar unsere Ausrüstung verbessert, damit wir mit vorbeifliegenden Schiffen reden können. War offenbar recht einfach. Danke noch einmal für alles. Überhaupt kein Problem. Freut mich, dass es geklappt hat. Ja, dann reden wir doch mal über die Bezahlung. Wo wollt ihr jetzt hin? Das wissen wir noch nicht. Aber wir haben von Paradiso eine Sternenkarte erhalten. Vermutlich werden wir einfach so lange andere bewohnbare Welten anfliegen, bis wir eine finden, die Paradiso, Porima 2, ebenbürtig ist. Überhaupt kein Problem. Freut mich, dass es geklappt Ohne hat. Ohne dich säßen wir hier noch immer fest. Du hast das Unmögliche möglich gemacht. Ey, vielleicht sieht man die wieder. Dass unsere Zivilisation deine Großzügigkeit niemals vergessen wird. Ich weiß nicht, ob wir unsere Schuld je begleichen können. Danke. Oh, Level 25 erreicht. Nice. Ja, okay. Also ich bin gespannt, wo es mit denen weitergeht. Ob wir die wiedersehen werden. Ich habe auf jeden Fall sehr viele antike irdische Sachen bekommen. So, Ich habe mein ganzes Leben auf der Konstante gemacht. Ich glaube, hier müssen wir lang, oder? Hier ist auch falsch. Ah, da lang. Wir müssen hier entlang, okay. Und da wären wir endlich. Boah, also ich bin wirklich neugierig, ob wir die wiedersehen werden. Wann wir die wiedersehen werden. Und... ob die, also eigentlich hier Porima 2 ist ja eigentlich so ein riesen Planet, auf jeden Fall. So, hauen die jetzt ab. So, Porima 1, Porima 4, Porima 2, Paradiso. Porima 2a. Porima 2c, Porima 2b. Porima 3. So, wo wollen wir jetzt als nächstes hin? So. Da haben wir ja noch einiges vor. Sprich mit Doc Manning. Oder komm, wir können weiter ins Unbekannte. Ich muss mich mit Wladimir Sal treffen, um mehr über Artefakte in den Randgebieten des Alls zu erfahren. Kraft aus dem Jenseits. Auf einem Fernplaneten gibt es eine große Anomalie, die zur Signatur eines der Artefakte passt. Ich muss sie finden. Oder ich mache das hier. Ich mache den nächsten. Wo finden wir das? Wo ist es? Jetzt muss ich gucken.
Also zumindest nicht hier rechts. Hä? Kraft aus dem Jenseits, Mission. Washaki ist nicht. Was ist damit, wenn ich das hier mache? Eridani? Ist auch nicht da. Wenn ich das hier mache? Auch nicht da. Muss ich die erstmal finden? Oder wir machen das hier. Begib dich zur UC Vigilance. Ja, das können wir machen. Ins Sollsystem müssen wir. Dann gehen wir mal dahin und schauen uns das mal an. Dann machen wir jetzt erstmal vielleicht doch mal wieder eine größere Questreihe. So, bei Phobos sind wir. Und das sind schon ein paar Schiffe mehr. Hallo, ich will hier andocken. Will ich mir mal ansehen, was das hier jetzt eigentlich ist. Jetzt bin ich wirklich neugierig. Vigilance ist der Hammer. Oh. Schade, dass sich die Constellation sowas nicht leisten kann. Ich aber bestimmt irgendwann. Habe ich denn so viel Geld jetzt mit überhaupt? Wo sehe ich mein Geld? 264.000 habe ich. Ich habe schon gut Geld. Und wir haben übrigens noch einen Skillpunkt, den wir irgendwo verteilen können. Durch regelmäßig Krafttraining kann man deutlich mehr Waffen und Ausrüstung tragen. Sowohl im All als auch auf dem Boden. Tragekapazität um 10 Kilo, um 25, 50, 100 Kilo. Machen wir das? Das müssen wir machen. Das müssen wir verbessern. Sysdev-Wache. Willkommen an Bord der UC Vigilance. Noch irgendwelche Fragen, bevor ich dich zum Commander bringe? Ich habe ungefähr 1 Million Fragen, aber die soll mir der Commander beantworten. Ich bin im offiziellen Vanguard-Auftrag hier, also spreche ich lieber mit dem Commander. Was kannst du mir über die UC Vigilance sagen? Ich darf keine Informationen über dieses Schiff preisgeben. Sagen wir einfach, dass es eines der stärksten Schiffe im Arsenal der UC ist. Mhm, okay. Muss ich noch irgendwas wissen, bevor ich mit Commander Ikande... Ja, hör ihm zu. Und zwar genau. Der Commander erwartet, dass er seine Befehle nur einmal geben muss. Er hasst es, sich zu wiederholen. Und sonst halte dich einfach an die Regeln des militärischen Umgangs. Dann bleibt dir ein Einsatz beim Putzdruck des Schiffs erspart. Okay, Also spreche ich lieber mit dem Commander. Nein, ich will einfach nur loslegen. Verstanden. Wenn du mir bitte folgen würdest. Du bist also der Vanguard, der den Terrormorph auf Tau Ceti ausgeschaltet hat? Ja. Du hast hier ganz schön für Furore gesorgt. Oben reden alle davon. Scheiße. Das muss ein Wahnsinnskampf gewesen sein. Find's fast schade, dass ich nicht dabei war. Sowas erleben wir auf der Vigilance normalerweise nicht. Klar. Aber wir haben auch unsere Momente. Okay. Vanguard, fahr mit dem Lift hoch zu Ops. Commander Ikande müsste schon auf dich warten. Viel Glück. Also hierhin? Sprich in Operationszentrum mit Commander Ikande. Okay. Ich bin neugierig, also... Vor allem, das ist schon ein krasses Schiff mit. Hallo. Ich würde auch gern so ein Riesenschiff haben. Alter, was? Verzeihung. Howdy. Ich hätte gern dieses Schiff. Können wir
wir bitte bei der Sache bleiben? Commander Kipwe Ikande. Ah, da bist du ja. Commander Kipwe Ikande, US Systef. Schön, dich an Bord zu haben. Ich dachte schon, du bereust es, dass du Commander Tualas Angebot angenommen hast. Tuala hat mich überzeugt, dass es dem Gemeinwohl dient, also hier bin ich. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht zu 100% überzeugt von der Idee. Verstehe man noch nicht genau, warum ich eigentlich hier bin. UC Systef, ist das eine Abteilung des UC-Militärs? Die UC Systef ist eine Abteilung der UC Navy. Die kümmert sich um das große Ganze, wir uns im Besonderen um Piraten. Da du schon mit der Vanguard zu tun hast, muss ich ja nicht unterstreichen, wie wichtig deine Arbeit für die Sicherheit unserer Raumwege ist. Ich verstehe immer noch nicht genau, warum ich eigentlich hier bin. Ich weiß. Ich war bewusst etwas vage, als ich dem Mast sagte, was ich brauche. Aber keine Sorge, ich werde deine Fragen mit der Zeit alle beantworten. Okay, nachdem du jetzt Teil des Teams bist, zeige ich dir dein neues Zuhause. Das ist das Operationszentrum der UC Vigilance. Das Schiff ist das Nervenzentrum des Systef für die Zerstörung der Crimson Fleet. Man braucht schon mehr als nur ein einziges Schiff, um eine ganze Flotte auszulöschen. Beeindruckendes Schiff, aber wofür braucht ihr mich? Wo befindet sich die Vigilance gerade? Wir befinden uns im Sol-System, im tiefen Orbit um Phobos herum. Warum, das erkläre ich gleich. Phobos, das war doch der Mond vom Mars, wenn ich... Hatte ich, glaube ich, gerade auch irgendwann gefragt oder irgendwie so gedacht. Was genau ist die Crimson Fleet eigentlich? Ich weiß, dass es Piraten sind. Deiner Akte zufolge bist du ihnen schon einmal begegnet. Auf Actera, um genau zu sein. Die Piraten, die deinen Mining-Außenposten angegriffen haben. Komisch, dass du dich nicht erinnerst. Beeindruckendes Schiff, aber wofür braucht ihr mich? Ob das Schiff nun beeindruckend ist oder nicht, du bist das Schlüsselelement, das uns bisher gefehlt hat. Wir brauchen Augen und Ohren in der Crimson Fleet. Jemanden, der uns mit Informationen versorgt und ihre Schwachstellen identifiziert. Der Haken ist, du kannst nicht einfach bei ihnen anklopfen und dir ein Bewerbungsformular geben lassen. Um reinzukommen, braucht es Raffinesse. Bring mich in ein Zimmer mit ihnen, dann überrede ich sie zu allem. Ich nehme an, du hast schon einen Plan. Mit Raffinesse allein macht man einen Piraten nicht auf sich aufmerksam. Ich ziehe einen direkteren Ansatz vor. Du hast mich vermutlich ausgewählt, weil ich verzichtbar bin. Ich würde das hier sagen. Eine Sache müssen wir von vornherein klären, Soldat. Mir ist es egal, ob du von der Vanguard bist, von der Navy oder der Techniker, der den Ruß von den Antriebsdüsen kratzt. Mir ist es egal, was du bisher gemacht hast. Du arbeitest jetzt für die Systef. Mein Job ist es also, dich am Leben zu halten. Okay, aber mit Raffinesse allein macht man einen Piraten nicht auf sich aufmerksam. Absolut, also hör gut zu. Unsere Aufklärung hat einen möglichen Weg in die Crimson Fleet gefunden, durch Sersha Bowden, eine ihrer Kontaktpersonen. Sie arbeitet für die Handelsaufsicht in Cydonia. Wir haben einen Container Aurora auf dein Schiff geladen, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Die riecht einen Drogenfahnder wahrscheinlich aus einem Sektor Entfernung. Woher habt ihr den Stoff? Das ist geheim. Sagen wir einfach, der Schmuggler, der das Zeug vorher hatte, wird sein restliches Leben im Gefängnis verbringen. Okay. Ganz genau. Du musst also überzeugend auftreten. Sobald du dich in die Crimson Fleet geblufft hast, beginnen wir damit, Beweise zu sammeln. Da kommt meine rechte Hand Lieutenant Jillian Toft ins Spiel. Sie erklärt dir alles, was du wissen musst. Das sind eine ganze Menge Infos. Du musst ja ganz schön von meinen Fähigkeiten überzeugt sein. Wenn das euer bester Plan ist, haben wir ein Problem. Warum mühsam Beweise sammeln? Sagen wir einfach, meine Vorgesetzten müssen verstehen, dass der Kampf gegen die Crimson Fleet eine höhere Priorität haben sollte. Wenn wir ihnen genug konkrete Beweise unter die Nase halten, haben sie keine andere Wahl, als die beantragten Ressourcen zu gewähren. Und wir können die Beweise nutzen, um Mitglieder der Crimson Fleet zu verhaften und sie so zu schwächen, bevor wir zum Todesstoß ansetzen. Das sind auf jeden Fall eine ganze Menge Infos. Wir legen hier ein hohes Tempo vor. Gewöhn dich daran. Denk daran, die ganze Operation hängt davon ab, dass du es schaffst, die Crimson Fleet zu infiltrieren und uns genügend Beweise zu liefern. Ich mache das nur wegen dem Geld. Es ist wohl zu spät, noch einen Rückzieher zu machen. Und wenn ich Probleme kriege? Dann findest du besser schnell eine Lösung. Du bist nämlich auf dich gestellt.
Ich habe dein Profil studiert. Du schaffst das. Ich riskiere nicht aus meinem Bauchgefühl oder deiner Hoffnung heraus ein Leben. Setz dein Urteilsvermögen ein, vertrau deinen Instinkten und sei vorsichtig. Ich gebe mein Bestes. Etwas anderes würde ich auch nicht akzeptieren. Pass auf, bevor du anfängst, muss eines absolut klar sein. Als Undercover-Agent der UC Sysdev musst du dich an unseren Verhaltens- und Ethikkodex halten. Wenn du zu weit vom Weg abkommst, ist die Chance hoch, dass du außer Kontrolle gerätst. Ich hab's nicht so mit Regeln und Vorschriften. Kannst du mir vielleicht den Verhaltens- und Ethikkodex der Sysdev erklären? Was meinst du mit zu weit weg ab? Die Crimson Fleet befolgt keine Regeln. Sie gehorchen nur einer Sache, dem Geld. Ihre Moral und ihr Anstand fallen komplett ihrer gierigen Jagd nach Geld zum Opfer. Auf den ersten Blick kann das recht attraktiv wirken. Also warne ich dich. Lass dich nicht in ihre Falle locken. Kriegst du das hin? Kannst du mir den Kodex mal erklären? Kurz gesagt, du darfst nicht immer überall sofort losballern. Denk so. Nach, bevor du handelst. Überleg, was du tust. Und drück nur ab, wenn es unbedingt nötig ist. Dein primäres Ziel ist letztlich, die Crimson Fleet auszuschalten. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ich kann den Kurs halten. Ich kann nichts versprechen. Ich will keine Versprechen. Ich will nur wissen, was du denkst. Aber jetzt wird es Zeit, dich an Lieutenant Hoff zu übergeben. Sie erklärt dir, wie die Beweisbeschaffung während der Operation ablaufen soll. Also los mit dir und viel Glück. Wie bleibe ich mit dir in Verbindung? Hast du noch mehr Informationen über Source Bowden? Wer ist Source Bowden jetzt? Wir wissen nur, dass sie seit Jahren für die Handelsaufsicht arbeitet. Was also, bedeutet, genau, dass die sie war an vielen zwielichtigen Deals beteiligt war? Sie ist gerissen und gründlich. Wir konnten sie überhaupt nur durch einen Informanten mit der Crimson Fleet in Verbindung bringen. Ich fürchte, sie ist unsere beste Option. Was passiert, wenn ich verhaftet werde, während ich undercover bin? Zu deiner eigenen Sicherheit weiß außer mir und der Crew der Vigilance niemand, dass du für die United Colonies arbeitest. Im Grunde gilt, wenn du im Gefängnis landest, sind die Strafen deine Sache. Kannst du mir sagen, wie genau ich mich im Einsatz verhalten soll? Während du zur Crimson Fleet gehörst, musst du sicher einige moralisch fragwürdige Entscheidungen treffen. Du wirst auch ohne Rücksicht auf die Konsequenzen abdrücken müssen, um deine Tarnung zu wahren. Tu, was du tun musst. Aber vergiss nicht, warum du überhaupt da bist. Ich kann meine Tarnung als Pirat nicht aufrecht erhalten, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen. Ich weigere mich, unschuldig zu töten. Und wenn ich keine Wahl habe? Dann tust du, was du tun musst. Die Crimson Fleet hat das Potenzial, Hunderte, sogar Tausende von Menschen pro Jahr zu töten. Wenn ein paar Opfer nötig sind, um deine Tarnung zu wahren, dann ist es ebenso. Aber nur als absolut letzte Möglichkeit. Du hast keine Lizenz zum Massenmord, klar? Ich kann meine Tarnung als Pirat nicht aufrechterhalten. Deswegen erwarte ich, dass du immer nach anderen Möglichkeiten suchst, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, als sie zu durchlöchern. Pass auf, ich merke, dass du dich damit schwer tust. Also drücke ich es simpler aus. Wenn es einen Weg zum Ziel gibt, bei dem du keine Unschuldigen töten musst, dann befolge diesen Weg. Nutze deine Instinkte. Ich bin sicher, du tust das Richtige. Wie bleibe ich mit dir in Verbindung? Das ist leicht. Gar nicht. Wir überwachen deine Aktivitäten von der Vigilance aus und versuchen, in deiner Nähe zu bleiben. Wenn du das Gefühl hast, dass du genügend Beweise gesammelt und deinen Auftrag erfüllt hast, kommst du zum Debriefing her. Davon ab bist du komplett auf dich gestellt. Alles klar. Okay, mehr hast du nicht. So, mit ihr muss ich jetzt reden. So, Jillian Toft. Okay, wir haben nicht viel Zeit, also hör gut zu. Während du undercover arbeitest, musst du so viele Beweise wie nur möglich sammeln. Wenn du irgendwelche Unterlagen findest, die verdächtig oder belastend wirken, bringst du sie mir. Verstanden? Im Grunde wollt ihr also, dass ich Diebe bestehle. Leg's dir zurecht, wie du willst, aber diese Beweise sind entscheidend für den Erfolg von Commander Ikandes Operation. Ich will Datenslates, Computer-Downloads, handschriftliche Notizen. Scheiße, ich nehme alles, solange wir die Schweine damit rankriegen.
Okay, Sicherheit. Wenn es belastende Daten gibt, dann finde ich sie. Ich versuche nur, meine Aufgabe zu verstehen, Lieutenant. Meine Abneigung gegen die Crimson Fleet beruht auf persönlichen Erfahrungen. Das kleine Scharmützel, das du auf Vectera mit ihnen hattest, war nichts. Diese Piraten hinterlassen eine Schneise aus Tod und Zerstörung. Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe, würdest du mich verstehen. Ich bringe euch so viele Beweise, wie ich finde. Es geht nicht um Heldentum. Ich bin nur hier, weil es meine Pflicht als Mitglied der Vanguard ist. Willst du darüber reden? Was? Nein. Das ist sehr persönlich und hat nichts mit dir zu tun. Konzentriere dich einfach auf die Mission. Okay, dann... ich bringe euch so viele Beweise, wie ich finde. Mehr verlangen wir nicht. Ach, bevor du gehst, eine Sache noch. Commander Ikande hat eine Auszahlung von Credits für jedes Beweisstück genehmigt, das du uns bringst. Als Aufwandsentschädigung. Okay, ich brauche keine Bezahlung dafür, das Richtige zu tun. Credits, jetzt sprichst du meine Sprache. Warum zahlt ihr für eine militärische Operation Credits? Tja, das ist es ja. Du gehörst nicht zum Militär, oder? Und ganz ehrlich, du musst während dieser Operation alles selber bezahlen. Kost, Logis, Material und alle unerwarteten Spesen. Ich an deiner Stelle würde also aufhören, Fragen zu stellen und die Entschädigung annehmen. Okay, sehr großzügig, danke schön. Das ist nicht großzügig, sondern motivierend. Commander Ikandes Idee. Also gut, wir haben einen Container Aurora in deinen Frachtraum geladen und wir geben dir eine kleine Probe, damit du die Ware anpreisen kannst. Dein Schiff hat die Startfreigabe erhalten. Flieg nach Cydonia und nimm Kontakt auf mit Sasha Bowden. Mit etwas Glück schickt sie dich zur Crimson Fleet. Das war alles. Du darfst wegtreten. Was passiert, wenn ich mit dem Container voller Aurora im Frachtraum erwischt werde? Keine Sorge, der Container wurde bei der UC Security registriert. Es dürfte also keine Probleme geben, selbst wenn du gescannt wirst. Wenn wir natürlich herausfinden, dass du ihn an jemanden außerhalb dieser speziellen Operation zu verkaufen versuchst. Nun ja, ich muss bestimmt nicht weiter ausführen, welche Konsequenzen so etwas hätte. Was passiert mit den Leuten, die ihr verhaftet? Wir halten sie bis zum Abschluss der Operation unter Verschluss, in der Arrestzelle auf der Vigilance. Wenn dir danach ist, kannst du jederzeit runtergehen und mal Hallo sagen. Sie freuen sich bestimmt wahnsinnig, dich zu sehen. Okay. Wenn noch was ist, sag Bescheid. Okay, also nach Cydonia. Ich weiß jetzt nicht, wie Sarah das sehen wird. Okay. Hallo. Hallo. Gehen wir runter. Ich bin neugierig, wie Sarah das sehen wird, dass wir hier jetzt mal... War da nicht noch jemand, hä? Dass wir jetzt undercover die Crimson Fleet ausnehmen sollen. Und ich kann jetzt einfach mit Aurora im Gepäck nach Cydonia? So, abdocken. Ja, so, da muss ich hin. So. 6653 Kilometer. Kriegen wir das bestimmt so hin? Obwohl, ne, komm, wir machen das so. So viele Kilometer will ich jetzt auch nicht im Leerlauf fliegen, sage ich jetzt mal. Ah, nice. Okay. Ihr kriegt dafür keinen Ärger. Okay, perfekt. So. TMD-Hauptquartier. Haben wir auch noch eine Quest mit Percival. Da müssen wir mit Percival reden. Aber wir müssen erstmal so. Dahin. Sterne des Typs K, G und F haben die meisten Planeten. Ich freue mich schon. Wir haben schon auch Level 25 erreicht. Ich feiere das gerade. Dass wir schon so weit nach. Also so weit schon, was die Skills angeht. Aber das
ist noch so viel, was wir hier eigentlich noch skillen müssen. Wir haben bisher nur die oberste Reihe hier gemacht. Angefangen, sagen wir so. Wir sind noch nicht einmal nach hier unten hingekommen. Geschweige denn in den zweiten hier, in die zweite Reihe. Da müssen wir noch so viel machen. Wir brauchen so viele Skills. Komm, lad schneller. Ich frage mich auch, wie viele Level wir insgesamt brauchen, um alles freizuschalten. So. Ah, ihm kann ich ja auch noch was verkaufen. Ich will gerne handeln. Cool. Das machen wir hier. So, der hat wieder 11.000. Nice. So. Können wir das alles wieder verkaufen? Anzüge. Das kann weg. Ach, das kann auch weg. Komm. Der kann auch weg. Der kann weg. Die behalten oder ne, komm, das kann weg, das kann weg, aber den behalten wir, den Ranger. So, Ressourcen, da brauchen wir auch vieles nicht. Dann machen wir uns ein bisschen Platz. Und dann kümmern wir uns darum, dass wir nur noch die nötigen Ressourcen haben. Also die, die wir wirklich brauchen. So. Und das Sonstiges? Blumenlampe. Digitaler Schreibtisch-Dings. Drahtspule. Hier, die Dinger auch noch weg. So, was ist noch eins wert? So. Wir sehen uns. Jo, kein Thema. So, mit ihr müssen wir quatschen. Sir Bowden. Wenn du was kaufen oder verkaufen willst, red mit Octai. Ich bin beschäftigt. Ich will zwar was verkaufen, aber eigentlich suche ich nach dir. Ich will eine heikle Ladung loswerden. Und mit heikel meinst du vermutlich, dass die UC Security davon lieber nichts mitkriegen sollte? Ja. Dann kann ich dir vermutlich helfen. Was hast du für mich? Hier eine kleine Probe. Hm, Aurora, ja? Cool, aber ein bisschen zu heiß. Was hast du sonst noch? Die Handelsaufsicht lehnt Schmuggelware ab. Jetzt habe ich alles erlebt. wenn du das nicht hinkriegst, dann sag mir jemand, der es kann. Ich sag dir nur eines, nämlich verpiss dich. Hau bloß ab mit dem Zeug, bevor die UC Security Wind davon kriegt. Wenn du natürlich einen Finderlohn anbietest, dann könnte ich, naja, die Regeln etwas beugen. Ich weigere mich für diese Information etwas zu bezahlen. Und wenn ich dir einfach das Gehirn wegpuste und jemand anderen frage, ich muss dich bezahlen, nur um rauszufinden, wo ich meine Ware verkaufen kann? Du machst das wohl noch nicht so lange. Also lasse ich dir das mal durchgehen. In unserer Branche läuft ohne Geld rein gar nichts. Auch wenn das heißt, dass du auf deinem Weg nach oben auf jeder Sprosse der Leiter ein paar Credits lassen musst. Ja, okay, gut, dann hier. Weißt du was? Echt komisch. Plötzlich fällt mir doch jemand ein, der das Zeug vielleicht für dich los wird. Sieh an, sieh an. Plötzlich erinnert sie sich an alles. Wie schön. Ein Kumpel von mir mischt bei der Crimson Fleet. Adler Kemp heißt er. Wenn er nicht schon bewusstlos ist, killt er gerade im Broken Spear den Rest seiner Gehirnzellen. Ach, und war schön, mit dir Geschäfte zu machen. Ja,
Sprich ein Broken Spear mit Adler Camp. Muss nach oben? Ja, aber okay. So. Hier haben wir. Er ist das? Adler Camp? Wenn du nicht hier bist, um mir noch einen Drink zu servieren, kannst du wieder abhauen. Probe geben. Sir Bowden hat gesagt, du kannst mir helfen, das Zeug hier zu verkaufen. Hey, sag's doch noch ein bisschen lauter. Ich glaube, es hat dich noch nicht jede UC-Wache in Cydonia gehört. Okay. Okay. Ja, ich glaube, da können wir dir helfen. Wenn du eine ganze Ladung davon loswerden willst, muss das schnell gehen. Aber erst musst du was für uns machen. Davon hat Source nichts gesagt. Vergiss nicht, geh mit meiner Ware einfach zu jemand anderem. Wer ist wir und uns? Ich dachte, ich mache mit dir Geschäfte. Du bist echt richtig clever, oder? Sagen wir einfach, ich habe gewisse einflussreiche Bekanntschaften. Kurz gesagt, wenn du das Aurora verticken willst, bin ich dein Mann. Davon hat Source aber nichts gesagt. Ja, sie hat dir aber nicht das Sagen, sondern ich. Das ist doch lächerlich. Ist der ganze Scheiß echt nötig, damit wir von dir kriegen, was wir brauchen? Lady, wenn ich die Ware für deine Begleitung hier verschieben soll, machst du alles, was ich will. Klar? Und jetzt Lauscherchen auf. Ich sag's nur einmal. Du musst dich um einen Miner kümmern, der zu viele Schulden hat. Er hat wahrscheinlich alles versoffen. Kann ich ihm nicht verübeln. Aber ich will das Geld zurück. Ich bezahle einfach seine Schulden jetzt und hier und wir kommen zum Ich lege ihn einfach um und plündere seine Tasche. Wie laut soll die Sache sein? Soll ich dir etwa eine Anleitung aufmalen? Du kannst es laut machen oder leise. Ist mir scheißegal. Ich will einfach nur mein Geld. Und der Typ soll nie wieder vergessen, wen er verarschen wollte. Okay, ich erledige es. Perfekt. Er heißt Carl Fielding. Wahrscheinlich stolpert er irgendwo durch die Miner-Quartiere von Deimos. Keine Angst, er ist leicht zu finden. Halt einfach Ausschau nach dem erbärmlichsten Typen weit und breit. Okay, treibe Carl Fielding Schulden ein. Ich muss nach unten. Oh, das ist aber jetzt so eine Hin- und Her-Rennaktion. Aber ich versuche mal so gut wie keine Unschuldigen hier zu töten. Wohndistrikt. Obwohl, können wir... Nee, dann verkacken wir es vielleicht mit Sarah. Wenn wir den... Wenn wir der Crimson Fleet beitreten. Ich weiß jetzt nicht, wie Sarah das sieht. Können wir den überhaupt beitreten? So ein toller Anblick, wenn die gute alte Zoll am Morgen im Boden... So, da haben wir den. Carl Fielding. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich bin wegen den Creds hier, die du Adler Camp schuldest. Adler Camp schickt mich, dir eine Lektion zu teilen. Nee, sorry, hab dich verwechselt. Adler Camp? Wer zur Hölle ist das bitte? Adler verschickt halt Spaß bei der Sache. Du solltest also schnell zahlen. Adler, sagst du? Nee, sag mir nix. Ich glaube, du verwechselst mich. Ich bin echt müde, okay? Hab den ganzen Tag in den Minen geschuftet. Ich will einfach nur nach Hause, mir den Staub abwaschen und relaxen. Dann gehe ich zu Adler und richte ihm das aus. Nun, war nett, dich gekannt zu haben. Deine Beerdigung wird sicher toll. Hey, wow, ganz ruhig. Lass mich mal überlegen. Adler, hast du gesagt, oder? Ach so, warte. Du meinst den Adler. Ja, sorry, ich dachte, du redest von jemand anderem. Ich habe ihm gesagt, dass ich nächste Woche zahle, wenn der Beteiligungscheck von Deimos kommt. Ich bringe ihn ihm sogar persönlich, okay? Das reicht nicht. Ich glaube nicht, dass Adler sich damit zufrieden gibt. Entweder du zahlst jetzt hier und hier oder Deimos schickt deine Leiche in deiner Kiste nach Hause. Ich glaube nicht, dass Adler sich damit zufrieden gibt. Naja, ich meine, hat ja eigentlich keine andere Wahl. Ich kann echt gerade keinen einzigen Credit abdrücken. Wo nichts ist, kann man auch nichts holen, okay? Vielleicht hat er schon genug durchgemacht.
Bezeugen, ich habe genug von den Spielchen, angreifen mir reicht. Warum bist du denn so knapp bei Kasse? Erzähl mal. Ich arbeite als Miner für Deimos, okay? Hatte ich mir auch nicht unbedingt so vorgestellt. Diese Blutsauger zahlen mir zwar ein Gehalt, aber damit ich meine Familie ernähren kann, bin ich auf die Gewinnbeteiligung angewiesen. Ich bezahle deine Schulden, wenn du mir versprichst, dir nie wieder bei Adler Geld zu leihen. Könnten wir machen. 3000 Credits. Wir haben eh genug. Und wir wollen ja bei Sarah landen. Noch. Ach du Scheiße. Ehrlich? Das würdest du machen? Und wir wollen ja die... Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke für alles. Und keine Sorge, ich leihe mir nie wieder von Adler Geld. Gut, dann, Wo muss ich hin? Behalte sie bitte immer im Halfter, klar? Hä? Der war doch gerade woanders, das Ding da. Also hier nach oben wieder? Gut. Ja, also, wir werden ja eh entschädigt noch, was das alles angeht. Wir investieren ja auch unser eigenes Geld für alles. Und wir müssen ja die Crimson Fleet ja ausschalten. Es sei denn, wir können denen beitreten. Und da weiß ich nicht, wie Sarah darauf reagieren wird, dass wir Teil der Crimson Fleet dann sind. Zum Glück muss ich nicht auf einem toten Felsen irgendwo im Leben so, als Mann Adler. Arbeiten. Hast du was für mich? Yep, ist alles da. Ach, sieh mal einer an. Ich wusste, der Penner will mich für dumm verkaufen. Macht er mir noch Probleme oder hat er es verstanden? Er hat es verstanden. Ich dachte, es würde reichen, wenn ich das Geld bekomme. Er hat es verstanden. Schön, schön. Du bist wohl ein richtiges Naturtalent, was das Schuldeneintreiben angeht. Gefällt mir. Weißt du, wenn dir sowas Spaß macht, habe ich noch mehr Arbeit für dich. Jede Menge. Glaubst du, du kommst mit meinen Partnern klar? Wenn du glaubst, dass sie mit mir klarkommen? Wäre genauso dein Partner. Na komm, wir machen erstmal das. Wir stellen uns mal dumm. Das höre ich gern. Dein Stil gefällt mir. Alles klar. Ich gebe Neva Mora Bescheid. Die ist die Nummer 2 nach dem großen Boss persönlich. Mach dich auf den Weg nach Europa. Da findest du sie. Nach Europa? Und hör dir an, was sie zu sagen hat. Ach ja, um die Aurora-Lieferung habe ich mich gekümmert. Ist viel Kohle. Gib nicht alles auf einmal aus. 8300 hinzugefügt. Okay, nice. Triff dich auf Europa mit der Astrea. Ja, dann würde ich sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge mal weiter. Turmtrip, Mission aktualisiert, Turmtrip König, was? Das möchte ich jetzt... Nachdem ich einen Auftrag für Adler Camp ausgeführt habe, hat er beschlossen, mich an eine seiner Vorgesetzten zu verweisen. Ich muss mich nach Europa begeben, wo ich Neva Mora treffen soll. Hier... Suche nach Beweisen. Okay. Also. So, das hab. Das haben wir auch fertig. Das ist alles. Also weiter als unbekannt. Das ist das Hauptfraktion dann. Sonstiges. Ah, das zählt alles als Sonstiges. Genauso wie Kraft aus dem Jenseits. Ah, okay. So, Mission, analysiere Indum, 4D im System Indum. Aktivität und beendet. Turm trifft König. Ja, das würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier mal weiter. Undercover, ein bisschen. Mal gucken, was wir da dann kriegen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.